Die Digitalisierung im Handwerk ist ein Schlüsselthema, dem sich die Wirtschaftsmacht von nebenan längst stellt und auch künftig stellen wird. Mit dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk unter dem Dach der Handwerkskammer Koblenz bietet ein Expertenteam individuelle Unterstützung für Handwerksbetriebe. Das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk richtet sich an alle Handwerksbetriebe in der gesamten Kammerorganisation und hat 4 Themenschwerpunkte. Darunter hier in Koblenz das Thema Prozessmanagement, Prozessdigitalisierung, was wir als Grundlagenthema sehen, um überhaupt weitere Themen wie zum Beispiel Geschäftsmodellentwicklung oder auch die Einführung von Produktions- und Automatisierungstechnologien behandeln zu können. Grundsätzlich gehen wir so vor, dass wir niemals alle Prozesse erfassen. Gerade im Prozessmanagement und der Prozessdigitalisierung ist es ganz wichtig, iterativ vorzugehen und sich erstmal einen Prozess, ein großes Problem oder auch eine Idee vorzugreifen, diese dann zu analysieren, eben mit den gängigen Modellierungsmethoden, mit den gängigen Problemfindungsmethoden und dann eben zu schauen, wie kann dort Prozessdigitalisierung helfen, wie können digitale Komponenten dem Betrieb weiterhelfen, seine Prozesse zu optimieren oder auch ein positives Erlebnis zu schaffen, auf das dann aufgesetzt werden kann und eben weitere Projekte anzustoßen. Digitale Prozesse im Handwerk, das ist schon seit Jahren mit Einsatz der CNC- oder CAD-Technik Praxis. Doch das Spektrum hat sich massiv erweitert. So im Unternehmen von Zahntechnikermeister Andreas Kimmel aus Koblenz, der mit dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk zusammenarbeitet. Wir begleiten Zahntechnik Kimmel eben dabei, ihre internen Schnittstellen zu optimieren, versuchen dort eben zu schauen, wo können auch hier digitale Komponenten helfen, die Prozessabläufe flüssiger zu machen und eben auch effizienter zu machen. Ein Service, der hier gerne genutzt wird. Die Abläufe und Bearbeitungsverfahren der Kimmel Zahntechnik sind stark geprägt von der Digitalisierung. Mit der Einführung erster computerbasierter Arbeitsabläufe 1990 kann der Handwerksbetrieb auf 27 Jahre Erfahrung in diesem Sektor zurückblicken. Doch das Entwicklungstempo ist hoch und Chef Andreas Kimmel weiß, dass man sich auf dem Erreichten keinesfalls ausruhen darf. Wir haben im Jahr 1995 damit angefangen, mit den ersten CAD-Maschinen, wo Daten versendet wurden, bis dahin, dass wir im Jahr 98 und 2000 die ersten eigenen CNC-Fräsmaschinen hatten, um keramische Werkstoffe zu verarbeiten. Das ging dann Jahre immer so weiter, alle 2 Jahre gibt es eine Neuentwicklung, neue Technologie, sodass wir mittlerweile 4 CAD-Konstruktionsplätze haben, wo verschiedene Anwendungen gefahren werden und über 5 verschiedene Frässysteme verfügen, um Werkstoffe von Kunststoffen über Keramiken bis hin zu heute Metallen und das Neueste auch sogenanntes PEEK, also hochtechnisches medizinisches Kunststoff, verarbeiten zu können, der eben weitere Vorteile für den Patienten mit sich bringt. 100 Mitarbeiter zählt das Unternehmen an 3 Standorten. Die Bearbeitung und das eingesetzte Material verändern sich laufend und eigentlich gibt es heute keinen Bereich im Betrieb, der von der digitalen Technik verschont geblieben ist. Mit 100 Praxen und darin niedergelassenen 140 Zahnärzten arbeitet das Zahntechnikunternehmen im Umkreis von 100 Kilometern zusammen. Hohe Qualität, Flexibilität und Modernität sind dabei gefragt. Bei der Anfertigung der Produkte werden Passgenauigkeiten von 50 Mikrometern erreicht. Das entspricht 1/5 der Stärke eines menschlichen Haares. Ohne Präzisionsanlagen und deren digitale Ansteuerung wäre das nicht leistbar. Und doch spielt der Faktor Mensch mit seinem handwerklichen Können die Schlüsselrolle. Denn die Grundlage sämtlicher Be- und Verarbeitungsschritte bildet noch immer das Zahntechnikerhandwerk. Siebenmeister sind bei Kimmel angestellt. Die Tradition dieses Handwerks und der Familie Kimmel reicht ins Jahr 1925 zurück. Damals gründete der Großvater den Familienbetrieb in Koblenz und konnte sicherlich noch nicht ahnen, in welche Richtung sich sein Gewerk entwickeln würde. Was würde der Vorgänger dazu sagen, würde er heute eine Runde durch den Betrieb seiner Nachfahren drehen?
1925 war ja Gründerzeit und ich glaube, der wäre heute mit Sicherheit noch genauso begeistert. Also der wird sich jetzt nicht im Grabe umdrehen. Aber ich glaube, es ist ein Wandel. Auch ich bin seit 30 Jahren von der Pike an mit Ausbildung und Meisterprüfung in dem Beruf verankert und natürlich auch mit der Bürde, den Familienbetrieb in dritter Generation zu führen. Auch ich habe mir 1986 mit Anfang der Ausbildung, wo man wirklich noch manuell mit dem Wachsmesser gearbeitet hat, natürlich auch noch nicht vorstellen können, was heute mal ist. Und die Innovationszyklen schreiten so schnell voran, dass wir eben gucken müssen, dass man den Anschluss nicht verliert, um letztendlich auch für die Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Schluss ist mit dem Fortschritt im Zahntechnikerhandwerk natürlich noch lange nicht. Und Andreas Kimmel arbeitet zusammen mit seinen Mitarbeitern wie auch den Experten des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk längst am Zahntechnikerhandwerk der Zukunft. Das war auch ein positiver Impuls, muss ich sagen. Man ist ja Handwerkskammermitglied schon seit eh und je und man ist eben Mitglied. Und seitdem auch das Thema digital passiert auch richtig was. Und wir haben in einigen Projektgruppen ja zusammen agiert und waren auch vor als Ansprechpartner. Hier für die Region natürlich auch ein Vorzeigeunternehmen, vielleicht gerade im Handwerk Digitalisierung zu sein, haben dadurch auch einiges dazu gelernt, auch Impulse bekommen durch dieses digitale Prozessbüro, wie man überhaupt mal eine Prozessanalyse angeht, um mal zu merken, wie komplex ist eigentlich so ein Prozessschritt, weil vieles aus der Erfahrung raus so in der Routine passiert, man sich einfach ganz anders bewusst wird, was tut man eigentlich tagtäglich und wo sind Fehlerquellen, wo kann optimiert werden, wo kann Qualität verbessert werden. Und das nimmt jetzt auch weiter seinen Fortschritt, dass wir auch ganz froh sind jetzt da. Es gab ja und auch, dass hier Koblenz als eins der Kompetenzzentren für digitales Handwerk da ist und wir daran mitwirken können und auch davon profitieren können. Bei der künftigen Ausrichtung seines Handwerks spielen 3D-Druckverfahren eine wichtige Rolle. Was heute auch in aller Munde ist, was man überall liest, ist die 3D-Drucktechnik. Das heißt, wir arbeiten ja jetzt heute mit subtraktiven Verfahren, was einen hohen Verschleiß, doch einen recht hohen Aufwand mit sich bringt. Das additive Verfahren der 3D-Drucktechnik bringt neue Materialien mit sich, bringt neuen technischen Fortschritt, neue Produktivität mit sich. Heißt aber auch für uns ständige Qualifizierung und Weiterbildung von Mitarbeitern, Anschaffung von neuen Systemen und abwägen, was letztendlich auch für den Zahnersatz der Zukunft relevant ist. Also wir sind da viel mit Industriepartnern, mit Lieferanten zusammen am Probieren, sind da auch für viele so eine Expertise, weil wir natürlich über einen breiten Erfahrungsschatz, einen breiten Blick verfügen und gut abwägen können, was, sagen wir mal, für die Zukunft relevant ist und was nicht. Dem 3D-Druck widmete die Handwerkskammer Koblenz jüngst eine Veranstaltung. Experten aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gaben einen Ein- und Überblick über den 3D-Druck und gingen auch auf heutige, bereits angewandte Verfahren ein. Diese konnten sich die 80 Teilnehmer zwischen den Vorträgen an Praxisstationen ansehen. Die unmittelbare Verbindung aus Theorie und Praxis kam sehr gut an bei den Besuchern. Das Thema 3D-Druck und additive Fertigungsverfahren, wie es ja eigentlich heißt, im übergreifenden Sinne, ist ein Zukunftsthema, beziehungsweise ist es ein Thema, das auch schon längst behandelt wird, im Handwerk auch. Die Frage ist jetzt nur, wie kann ich diese Techniken sinnvoll für mich einsetzen, in Geschäftsmodelle packen und ebenso auch einen Mehrwert für meinen eigenen Betrieb und auch die Kunden schaffen. Das Thema selbst, da sind sich Wissenschaft und Wirtschaft einig, ist mit einem enormen Potenzial verbunden. 16 Milliarden Euro, so hat das Wirtschaftsberatungsunternehmen Ernst & Young errechnet, wurde mit 3D-Druckverfahren 2016 umgesetzt. Das, so Ernst & Young, war erst der Anfang. Deutschland ist bei der Umsetzung gut aufgestellt und belegt aktuell weltweit den ersten Platz. Das Handwerk steht seinerseits quer durch alle Gewerke dem 3D-Druck offen gegenüber. Ob im Fahrzeugbau, dem SHK-Handwerk oder bei den Zahntechnikern. Anwenden lässt sich dieses Verfahren quasi überall. Doch manchmal fehlt in den Betrieben der Anstoß oder der fachliche Hinweis. Genau hier kommt das Know-how des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk zum Tragen. Mehr Infos im Internet unter handwerkdigital.de. Um digitale Prozesse und die Nutzung sozialer Medien dreht sich alles beim Koblenzer Barcamp am 24. und 25. Juni im Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Noch sind einige Plätze frei. Infos dazu unter barcamp-koblenz.de.